Hallo Kinder, spitzt die Ohren, setzt euch hin und hört eine Geschichte von der Vorleserin. Heute 5 Angstbären und ein unheimlicher Gast. Hui, wie der Wind pfeift. Von den hohen Bergen und durch tiefe Täler kommt er angebraust. Die Äste knarren und die Blätter rauschen. In ihrem warmen, weichen Bett liegen Mama und Papa Bär eng aneinander gekuschelt und schlafen tief und fest. Plötzlich zupft es vorsichtig an Papa Bärs Bettdecke. Schläfrig öffnet er ein Auge. Babybär, warum schläfst du nicht? Brummt Papa Bär. Da ist ein Monster draußen. Es heult und pfeift so laut und macht mir Angst. Darf ich bei euch schlafen? Monster gibt's doch gar nicht, brummt Papa Bär. Was bist du nur für ein Angstbär? Dann rutscht er ein Stück zur Seite und Baby Bär kuschelt sich behaglich neben ihn unter die warme Decke. Wie laut der Donner grollt. Es poltert und dröhnt, dass die Wände wackeln und die Fenster klirren. Dann grummelt und rumpelt es ganz leise. Und krach, poltert es wieder los. In ihrem warmen, weichen Bett liegen Mama Bär und Baby Bär eng aneinander gekuschelt und schlafen tief und fest. Nur Papa Bär ist wach und hält sich mit seinen dicken Tatzen die Ohren zu. Plötzlich tippt es leise an Papa Bärs Schulter. Der kleine Bär kann nicht schlafen. Da ist ein Monster draußen. Sein Magen grummelt und knurrt. Es will mich bestimmt fressen. Darf ich bei euch schlafen? Monster gibt's doch gar nicht, brummt Papa Bär. Was seid ihr nur für Angstbären? Aber dann rutscht er ein Stück zur Seite und der kleine Bär kuschelt sich behaglich neben ihn unter die warme Decke. Wie grell die Blitze zucken. Sie toben über die dunklen Wolken und an den Wänden tanzen große schwarze Schatten. In ihrem warmen, weichen Bett liegen Mama Bär und Baby Bär und der kleine Bär eng aneinander gekuschelt und schlafen tief und fest. Nur Papa Bär ist wach und vergräbt seinen Kopf tief unter dem Kopfkissen. Plötzlich stupst es behutsam an Papa Bärs Nase. Auch der große kleine Bär kann nicht schlafen. Da ist ein Monster draußen. Es hat riesige spitze Hörner und steht direkt vor meinem Fenster. Darf ich bei euch schlafen? Monster gibt's doch gar nicht, ruft Papa Bär. Aber er lässt auch den großen kleinen Bären ins Bett klettern, wo er sich behaglich neben ihm unter die warme Decke kuschelt. Musik
Nun ist Papa Bär hellwach. Er hört den pfeifenden Wind und den grollenden Donner. Er sieht die grellen, zuckenden Blitze. Die kleinen Bären haben recht, denkt er. Die Schatten an der Wand sehen tatsächlich aus wie Monsterhörner. Und er zieht die Bettdecke ein Stück weiter über seinen Kopf. Plötzlich hört er ein lautes Ratatatat an der Tür. Mit einem Schlag sind alle wach. Wer kann das sein? Stammelt Papa Bär. Da ist bestimmt niemand, brummt Mama Bär. Aber sieh doch einfach nach. Und sie gibt Papa Bär einen kleinen Schubs. Papa Bär klettert zögernd aus dem Bett. Eine Kerze in der Hand tappt er ganz langsam zur Tür. Was seid ihr nur alle für Angstbären, sagt er. Es gibt doch gar keine Monster. Als er gerade vorsichtig die Tür öffnen will, bläst ihm plötzlich ein kräftiger Windstoß entgegen. Die Kerze geht aus und alles ist dunkel, ganz dunkel. Grelles Licht blitzt auf. Ein Monster, ruft Papa Bär entsetzt. Vor lauter Schreck macht er einen Satz zurück und springt kopfüber unter das Bett. Ich bin kein Monster, ich bin ein Elch, sagt der Elch und streckt seinen Kopf durch die Tür. Der Sturm hat mein Haus weggepustet. Darf ich bei euch schlafen? Papa Bär schaut vorsichtig unter dem Bett hervor. Baby Bär und der kleine Bär und der große kleine Bär kugeln sich vor Lachen auf dem Bett herum. Was bist du nur für ein Angstbär, prusten sie. Das weiß doch jeder. Monster gibt's doch gar nicht. Sind unsere Geschichten zu Ende? Ich muss leider gehen, aber bestimmt werden wir uns bald wiedersehen. Tschüss, Kinder!